Radio Burgenland, Frühschoppen. Durch das Programm führt Reinhold Bieber. Unter dem Motto Höhepunkte und Highlights der Blasmusik darf ich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, recht herzlich begrüßen zu einem Frühschoppen aus dem Landesstudio Burgenland. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Ö2 und das Internet machen es möglich, dass wir heute auch im Westen des Landes und über die ORF-Radiothek auf der ganzen Welt zu hören sind. Für die kommende Stunde habe ich mir Blasmusiktitel und Formationen für Sie ausgesucht, die in der Blasmusik Literatur Geschichte geschrieben haben. Da ist ein Ernst Mosch oder ein Ernst Hutter mit seinen Egerländer Musikanten ebenso dabei wie das Viererblech aus Innsbruck, Michael Klostermann oder Robert Peyer mit seiner Original-Burgenland-Kapelle. Apropos Burgenland, auch unser Bundesland wird im heutigen Frühschoppen musikalisch vertreten sein. Von der Blaskapelle Widerlich zum Beispiel werden wir den alten Lindenbaum hören und Martinsdorf Musik wird uns den Walzer Bonachem singen. Wir starten mit dem Marsch der Märsche. Zum Auftakt hören wir den Astronautenmarsch von Ernst Mosch und seinen Original-Egerländer Musikanten. Das ist ein Auftakt nach Maß. So kann ein Frühschoppen beginnen. Ernst Mosch mit seinen Original-Egerländer Musikanten hat die heutige Frühschoppenstunde eröffnet. Von Ernst Mosch jetzt zu Robert Peyer, der in Agendorf bei Sopron in Ungarn geborene Musiker und Komponist erlernte als erstes Instrument das Tenorhorn und spielte sehr bald in der Blaskapelle in Sopron. Seinen Militärdienst verbrachte er als Posaunist in der Militärkapelle. Nach dem ungarischen Volksaufstand siedelte die Familie 1956 nach Deutschland, ganz genau nach Schwäbisch Gmünd. Robert Peyer studierte dort Musik und machte sein Diplom bei Professor Fritz Heckler. In seiner neuen Heimat gründete er bald mit Musikern, die ebenfalls aus dem Burgenland stammten, seine eigene Blaskapelle. Der Name der Formation war gleich gefunden. Das Orchester hieß von Beginn an Robert Peyer und seine Original-Burgenland-Kapelle.
Unzählige Auftritte im In- und Ausland haben die Musiker gespielt. Bis heute zählt er mit seinem Stil, seinem Sound zu den Großen der Blasmusikgeschichte. Auch im Burgenland war Robert Peyer mit seinem Orchester ein gern gesehener Gast. In einem Gespräch hat er mir einmal erzählt, wie gern er seine alte Heimat, das Burgenland, hat und wie sehr er seine Freunde dort vermisst. Seine Kompositionen sind einzigartig und gehen ins Ohr. Besonders die gesungenen Stücke wie der bekannte Walzer »Wenn der Wein blüht« oder die Polka »Lasst euch grüßen«. Ich habe jetzt einen Walzer mit dem Titel »Wenn dein Herz für mich schlägt« für Sie. Zuvor hören wir aber noch von Ernst Hutter und den Egerländer Musikanten die Hanna Polka. Wenn dein Herz für mich
Schöner Walzer von Robert Peyer und sein Original Burgenlandkapelle, wenn dein Herz für mich schlägt. Ein Titel, der in keiner Musikvereinsmappe fehlen darf, ist die Polka Die Kapelle hat gewonnen von Antonín Borovička. Antonín Borovička war ein sehr talentierter Musiker, Komponist, engagierter Musiklehrer und langjähriger Kapellmeister der selbst gegründeten Blaskapelle Flaffern. Er beherrschte mehrere Instrumente, die er dank seines Ehrgeizes selbst erlernte. Kriegsereignisse brachten ihn als jungen Soldaten zum Einsatz an die Südfront, wo er sein rechtes Bein verlor. Als Kriegsinvalide im jungen Alter fand Antonín Borovička zunehmend seinen Platz im musikalischen Bereich. Die alte, anhaltende Liebe zur Volksmusik sowie ungebrochener Lebensoptimismus boten ihm ein befriedigendes Betätigungsfeld. Antonín Borovička stammte aus armen Verhältnissen. Er war ein bescheidener, liebenswürdiger, hilfsbereiter Mensch, der überall unter Musikanten gerne gesehen wurde. In seiner Heimat hat er einen fixen Platz in der goldenen Chronik der bedeutenden Komponisten der böhmischen Blasmusik. Über 60 öffentlich bekannte sowie etwa 40 unveröffentlichte Kompositionen hat Antonín Borovička geschrieben. Zu seinen bekanntesten Werken zählen die Löffelpolka, die Gablon zerperlen oder die Polka Darf ich wagen, dich zu fragen. Und jetzt im Frühschoppen hören wir die Polka Die Kapelle hat gewonnen von der Blaskapelle Blecheranka. Thank you.
Der Kaiserin Sissi Marsch war das. Flügelhornist und Komponist Timo Dellweg hat den Marsch geschrieben. Gespielt hat Michael Mayer und seine Blasmusikfreunde. Musik aus dem Burgenland steht jetzt auf dem Programm. Von Thomas Zivkovic aus Rottenturm hören wir die Polka beim Stammwirt. Ein Titel aus der CD Musikantenunion. Für diese Produktion ist Thomas Zivkovic durch die Länder gezogen. Bis in die USA hat es ihn verschlagen. Überall, wo er Freunde und Wegbegleiter hat, haben sich die Musiker im Tonstudio getroffen und gemeinsam musiziert. Entstanden ist eine sehr varianten- und abwechslungsreiche CD. Das war auch bei Martins Dorfmusik so. Musiker aus dem Burgenland, der Steiermark, der Slowakei und Tschechei haben damals gemeinsam Musik gemacht. Auch wenn die Band live nicht mehr zu hören ist, ihr Stil und ihre Lieder sind bis heute weit über die Grenzen des Landes bekannt. So auch das nächste Stück. Wir hören den Walzer Bona Schem oder Ich bin ein Musikant. Und im Anschluss spielt uns Schiffko and Friends die Polka beim Stammwirt. Denk noch mal an meine
das Herr gegeben. Für die vielen schönen Lieder, für die Jahre voll Musik. Bleiben musikalisch im Burgenland. Die nächsten beiden Formationen stehen schon in den Startlöchern. Vom Musikverein Mischendorf hören wir den Marsch Lowatzki Pochod und vom Blechhaufen habe ich die Polka Hinter der Garage für Sie. Zuvor aber noch ein Hirzengedicht von Renate Hofer, der Altweiber Summer. Die letzten Strollen warmen noch einmal mein Gesicht, lassen die Baumbladeln wie's Feuer leichten. Spinnfäden verfangen sie in mein Haar, der Tag wird merklich kürzer. Die Obenzun samt ein Wald mit einem goldenen Bandel, in während im Tal die Nebel hochsteigen und der Sommer langsam Abschied nimmt. Thank you.
Herzen an. Sie hat herrliche Gefühle, die ich nicht beschreiben kann. Ist sie dämlich oder schlau? Eines weiß ich ganz genau. Stopp! Und hinter der Garage ist sie meine kleine süße Frau. Stopp! Und hinter der Garage ist sie meine kleine süße Frau. Mit dem Musikverein Trachtenkapelle Mischendorf und dem slowakischen Marsch geht es durch den Sonntagvormittag. Sie hören einen Frühschoppen aus dem Landestudio Burgenland. Viele Highlights der Blasmusik haben wir heute schon gehört. Auch die nächsten zwei Formationen gehören da erwähnt. Michael Klostermann und die Blaskapelle Mistrinanka. Musikalisch haben die beiden nicht viel gemeinsam, aber
Beide haben mit ihrem Sound Blasmusikgeschichte geschrieben. Von Michael Klostermann habe ich die Wirtshauspolka für Sie ausgesucht und Antonín Pavlos spielt uns mit seiner Blaskapelle Mistrenanka die Polka Pro Betty. We'll be right back.
wunderbare Egerländerklänge im heutigen Frühschoppen. Michael Klostermann war das. Tradition ist nicht die Anbetung der Asche, sondern die Weitergabe des Feuers. Getreu diesem legendären Ausspruch von Gustav Mahler versucht die Blaskapelle Machlas seit der Gründung im Jahr 2003 eine eigene Idee von guter österreichischer Blasmusik zu verwirklichen. Was als geselliger Haufen mit Hang zum Exzess begann, hat in der Blasmusikszene längst Kultstatus erreicht. Alle Stücke im Repertoire sind mittlerweile aus eigener Feder bzw. selbst arrangiert. Die Flügelhörner singen mit den Tenorhörnern um die Wette, begleitet von Posaune und zwei S-Trompeten. Tuba und Schlagzeug bilden das Fundament, die Trompete schmettert ihre Signale und die Klarinetten zwitschern um die Melodie herum. 5 Studioproduktionen, ein eigenes Festival, ein eigener Notenverlag, zahlreiche Rundfunk- und Fernsehauftritte sowie Auftritte in Österreich, Italien, Deutschland, Holland, der Slowakei und der Schweiz zeigen, wie erfolgreich die Band unterwegs ist. Wir hören jetzt eine Eigenkomposition vom Trompeter der Blaskapelle Machlast, Christoph Zellhofer, den Weintrinkermarsch. Zuvor habe ich aber noch einen Walzer für Sie, der alte Lindenbaum von der Blaskapelle Widerlich. Thank you.
Trinker Marsch war das, die Blaskapelle Machlast hat aufgespielt. Bevor wir vom Viererblech aus Innsbruck die legendäre Polka von Freund zu Freund von Martin Scharnagl hören, habe ich noch ein Hirzengedicht von Marianne Dinhoff für Sie, der Titel Die Sonnenblume. Ich geh ganz still durchs Föd, der Wind spült sie mit meine Haar, betracht die herbstlich schöne Welt und sieh vor mir, das ist wohl da nicht wahr, a wunderschöne Sonnenblume, wie man's nicht schöner zeichnen kann. Mittendrin in lauter Ruhm, die schauen's vor alle Seiten ganz verdattert an. Schon ganz schein zerrupft war ihr Statur, der Wind ist sicher ihr nix schuldig blieben. Wahrscheinlich zach war ihr Natur, sonst müsst der lange Stängel längst am Boden liegen. Ein bisserl anders war ihr Gesicht, vielleicht hat sie sich schon in die Ruhm verschaut, doch verleugner tat sie's nicht. Nie und nimmer wollt sie anders graut, ihr Stolz ist auf mir picker blieb, ich nehm sie heim zu mir, und wenn ich streit mit meine Liem, dann denk ich still, mir geht's wie ihr. We'll be right back.
Eine Frühschoppenstunde mit Highlights der Blasmusik ist auch schon wieder zu Ende. Wenn Ihnen die Sendung gefallen hat, dann erzählen Sie es ruhig weiter. Uns würde es freuen. Eine Woche lang haben Sie die Möglichkeit, den Frühschoppen auch in der ORF-Radiothek nachzuhören. Für heute wünschen Tonmeister Hans Grösse und Reini Bieber guten Appetit, Mahlzeit, einen schönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Thank you.